Guten Tag, Performance for Friends. Ja, ihr seht mich nicht, hat einen Grund. Kleinen Moment, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Ey, das ist eine schwere Nachricht bekommen. Hm. Nummer 1. Nummer 2 und 3. Und Nummer 4. Es werde Licht. Servus Performance Store Friends und herzlich willkommen in unserem neuen Video, die Doppelgarage. Wir haben einen Performance Store Friend, der uns über Instagram gesehen hat und gesagt hat, ey, ich brauche genau das für meine Garage. Wir waren dann hier, das ist nicht ganz so weit weg von uns, wir waren dann hier beim Kunden, haben alles vorgesprochen, wie wir es machen, was wir machen. Und das ist die Doppelgarage, er hat es schon mal hingerichtet, neu gestrichen, neu gemacht, getan. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Performance Floor. Floor. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, was ich richtig cool finde, er hat, aufgrund, dass man überall Dehnfugen lassen muss, ja, hat er den Sockel und noch ein Stück vom Boden genau richtig gestrichen. Dass man das einfach nicht mehr sieht, ja, weil der Boden ist jetzt nicht so schön in dem Orange oder in diesem Cremeton. Ja. Deswegen, ja. Sollen wir das mal kurz zeigen? Können wir dann gleich im Video noch mit reinmachen. Mhm. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal, laden alles aus, bereiten alles vor. Ja, unser Ende ist schon wieder fleißig dabei, alles auszuladen. Du machst das gut, Ernst. Du machst das toll, gell? Er macht das toll. Einmal drauf. Gut rein. Und wir bereiten alles vor und dann starten wir mal. Sonst ist es oben rechts, ne? Genau. Ja, also wenn du von da guckst, oben rechts. So Jungs, wie ist der Plan? Aufbau. Aufbau, mhm. Wir fangen mal an. Aber so sieht der Plan aus. Schauen wir mal. Wir haben hier die Doppelgarage. Die Logos noch mit drin, drei Stellplätze. Wir fangen jetzt praktisch dann an zu vermitteln, weil wir wollen ja, dass diese rote Streifen mittig sind. Und dann geht es dann praktisch ran an Verlegen, Verlegen, Verlegen. Gell, Sandro? Mhm. Gell, Emmet? Mhm. Nee, da kommt schwarz. Jetzt kommen drei schwarze fürs Logo. Achso. Sandro, brauche ich den Hammer unbedingt? Nö, nicht unbedingt. Aber wenn man so viel verlegt wie wir, dann ist das ein gutes Hilfsmittel. Weil durch unser neues Stiftesystem, was wir ja haben, das haben wir ja schon vorgestellt, die Dinger hebelt wirklich wie der Teufel und gehen halt auch genauso schwer rein. Man kann es mit der Hand machen, also, aber dann tut mir morgen der Handballe weh. Ja. Deswegen so ein kleiner Gummihammer schon ein gutes Hilfsmittel. Aber wir brauchen den zwingend. Nein, auf jeden Fall nicht. Also, wenn man keinen hat, wenn man keine Angst haben, dass man den verlegen kann, das geht trotzdem. Kannst auch mal vormachen, also man sieht es ja jetzt eigentlich ganz schön, wenn man ansetzt, unsere Bodenplatte mit dem Handballer, zack, sind die Dinger drin. Das, wenn man das jetzt halt die ganze Zeit machen muss, ist schon nicht ohne, sage ich mal. Ja, deswegen nehme ich mir lieber da. Der Hammer! Ich gebe euch mal noch mal kurz ein technisches Update. Und zwar bezüglich unseren EPDM, das haben wir ja bei uns im Video schon mal erwähnt. Also das wird jetzt einfach, man muss natürlich schauen, dass der Boden sauber ist, von Fetten und nicht nass und staubfrei. Das haben jetzt schon die Kunden gemacht. Also der ist picobello sauber. Dann kann man einfach hergehen, das auf die volle Fläche das EPDM drüber ziehen. Und man sieht es auch, wenn man das jetzt so drauf macht, da rutscht nichts. Das EPDM ist wirklich gut. Sobald da die Belastung von den Vorderrädern vom Auto drauf kommt, ist da rutscht da nichts mehr. Dann kann man sicher sein. Das rutscht ja generell, eigentlich Bettung brauche ich es nicht, sondern nur wenn ich wirklich glatte Fliesen habe. Ja, zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn ich Fliesen habe, dann kann ich das EPDM, ist kein Muss, ich kann das aber machen, genau, einfach als Sicherheit. Ja. Ich weiß es auch nicht, ob das in der Gesamtfläche dann wirklich rutschen würde, wenn man es nicht drunter machen würde. Aber, um einfach sicher zu gehen, wir haben das ja auch vor, das kann man bei uns kaufen, kann man es drunter machen, dann ist man auf der ganz sicheren Seite. Genau.
eine Bahn praktisch dann. Genau, wir machen da eine Bahn und wir machen vielleicht jetzt, jetzt legen wir den Boden wieder drauf. Dann machen wir vielleicht dahinter noch eine und dann ist gut. Okay. Genau, alles klar. Können wir jetzt. Ja, Performance for Friends, hier sieht man einfach mal den Unterschied zu diesen langweiligen Platten oder Fliesen und wenn unser Boden dann drauf liegt. Hier kommt ja jetzt die Bahn noch rein mit den LEDs, die lassen wir jetzt noch aus, weil dann können wir die LEDs praktisch, hier haben wir dann praktisch den Anfang und können dann hier so rüberlegen, mit den, also die LEDs legen und dann anschließend die Platten drauf machen. Sandro, wie oft hast du eigentlich heute schon genossen? Wie oft hast du heute genießt? Wenn du auf bist. Seine Laune ist auf dem Tiefpunkt. Klar, wenn du 500 Mal am Tag niesen musst wegen den Polen. Schon ganz schlimm. Was hat die mit den Polen? Oh, ja, Entschuldigung. Nein, wir mögen Polen. Also wegen den Pollen, ja. Töre Benjamin. Du kleiner Elefant. Hallo? Hallo. Guten Tag, hallo. Wie geht es Ihnen heute? Gut. Ah, gut, okay, schön, freut mich, danke. Weg jetzt. Geh weg. Und da haben wir Nummer 600. Hallo, sind Sie von Kosovo? Natürlich von Kosovo, von wo sonst? Was machen Sie hier? Ja, Arbeit, Baustelle, wie mein Vater, wie meine Mutter, wie alle. Mit, ja. Mit oder ohne Papiere? Mit Papiere, ohne Papiere, mit Scharniere und so weiter. Repariere. Repariere sowieso. Geschichten aus dem Paulanergarten. Eigentlich selbst erklärend, aber zum Beispiel, ich habe jetzt die Öse hier normalerweise und die Konstruktionsebenen im Expansionsteil sind aber immer im gleichen Spaltmaß. Ich gehe jetzt einfach her, ich habe mir das jetzt einmal rausgeholt, dann tue ich das mit der Stifteseite einfach stumpf da dran stoßen. Guck, da, klar, da muss es ja stimmen. Ich fahre so drüber. Ja. Geht einfach schneller, wie wenn du jetzt die ganzen Expansionsteile verlegen würdest und dann anschließend wieder alles auseinanderbauen müsstest. So ist es, genau. Also ich lege es einfach nur an, da passt es. Hier drücke ich es ein bisschen nach oben, weil ich in die Konstruktionsebene rein. Dann lege ich das schön dran und dann vermittle ich das schön, dass halt das, das Expansionsteil mit den Stegen nicht auf dem LED-Band hockt. Weil das mögen die nicht so. Ist ja klar, wenn man dann mit dem Auto drüber fährt und das kaputt da rein stemmt, dann ist es Geschichte. Hat sich ausgeleuchtet. Ja, kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt soweit hier die Fläche gelegt, haben schon die ersten LED-Bänder bei uns im. Ja, was? Nein? Du machst immer so. Entschuldigung, das sind die Gene. Das ist, ich freue mich. Ich. Wir haben die Fläche gelegt, wir haben die ersten LED-Bänder drin. Und jetzt kommen da noch welche rein und da noch welche rein. Also, wir haben nachher 4 LED-Band in der Garage. Dann kommt noch der Zuschnitt und dann haben wir soweit alles fertig. Oder haben wir noch was vergessen? Nee. Nö. Seitenteile noch dran, genau. Aber kleiner Zwischenstand, es wird soweit ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich gerade so gemacht habe. Wie ein Taube. Ja gut, auf jeden Fall sind wir jetzt soweit und wir sind dann gleich fertig. Hallo. Hallo. Sanft einfach. Ja, natürlich, sonst knicken die Kontakte ab. Ja, ja, genau. Mhm. Ha, so wie guck mal hoch. Ja? Guck doch mal hoch. Hoch. Was denn? Scheiße, ich wollte auf meinen Kopf schmeißen.
alle guten Dinge sind drei. Deswegen haben wir hier bei uns jetzt LED, unseren Boden und die Expansionsteile. Das gleiche hat sich auch unser Kunde gedacht. Deswegen haben wir hier ein GT3, dann haben wir hier ein Carrera und da hinten haben wir ein GT2 RS. Natürlich richtig geil. Jetzt auf dem Performance Floor mit den LEDs, alles verbaut, alles schön, herrlich. Eins muss ich noch loswerden. Martin, falls ihr das jetzt schaut, vielen lieben Dank auch an deine Frau für Speis und Trank. Wir wurden köstlich verpflegt, ihr habt an alles gedacht. Ein Energy Drink für Sandro, Ennis, der kein Schwein ist, hat Käse gehabt. Vielen lieben Dank und ja, willkommen top in der Performance Floor Family. So, mit einem Blick zum perfekten Auftritt, euch ein schönes Wochenende, bis dann, ciao!